Die größte Gefahr des Bauchaortenaneurysmas, insbesondere des großen Bauchaortenaneurysmas, ist, dass es irgendwann platzt. Es gibt seit 2017 in Deutschland ein vom gemeinsamen Bundesausschuss festgelegtes Screening, also Männer ab 65 Jahren haben Anspruch auf ein kostenfreies Ultraschall-Screening und eine Beratung, um ein Bauchaortenaneurysma auszuschließen. Das heißt, das Ultraschall-Screening, die Ultraschalluntersuchung, ist das primäre Verfahren zur Früherkennung und auch für viele, viele Anwendungen der Verlaufskontrollen, um eine weiterführende Diagnostik durchzuführen. Und insbesondere dann, wenn wir eine Behandlung planen, ist auch hier die Schnittbildgebung von besonderer Bedeutung, vor allem die Computertomographie, Angiografie mit Kontrastmittel. Die Behandlung des Bauchaortenaneurysmas ab etwa 5,5 cm bei Männern und etwa 5 oder 5,2 cm bei Frauen erfolgt letztlich entweder offen chirurgisch durch einen Bauchschnitt. Da legen wir uns die Bauchaorta, die erweiterte Bauchaorta, frei und nähen dort eine Kunststoffprothese ein, entweder ein Rohr oder ein sogenanntes Y, weil es aussieht, wenn man das vor sich legt, wie ein umgedrehtes Y. Die durchaus häufigere Methode, die heutzutage in etwa 80% aller elektiven Behandlungen Anwendung findet, ist die sogenannte endovaskuläre Aneurysma-Ausschaltung. EVAR nennt sich das. Da wird katheterbasiert über beide Leistengefäße in der Regel eine sogenannte aortobiliakale Stentprothese, ein Stentgraft, eingebracht. Und man spart sich dabei den Bauchschnitt. Die größte Gefahr des Bauchaortenaneurysmas, insbesondere des großen Bauchaortenaneurysmas, ist, dass es irgendwann platzt, also rupturiert. Die Ruptur des Bauchaortenaneurysmas ist fast immer tödlich, ist also eine sehr, sehr bedrohliche Eskalation dieser Erkrankung, tritt aber erst ab etwa 5,5 cm gehäuft auf.